Ich habe Feuer gefangen beim Wegfliegen, ist wieder gelandet hier. Vor mir in den Rauch reingedobbelt. Schnell zur Küste. Das ist der Kanal, der geht da kurvenweise durch, rechts grün, links rot. Auf der anderen Seite der Pfosten ist manchmal 10 cm Wasser. So, die wollen das jetzt abstellen, weil es gibt so ein Gummigesetz, wo Leute bestimmte Hotels als Touristenattraktion Delfine fangen und holen. Jetzt gibt es so Programme, vorne, wie das flach ist, es sind Sandbänke, die weißen Teile. Das ist also privat, die sind nicht von Eastern oder irgendjemandem. Das geht doch privat. Also der Präsident kommt auch hierher, der fliegt dann hierher und fährt dann mit seinen. Die Eisenbahn ist nur 12 Jahre gefahren, bis 1935. Und über diese Eisenbahnbrücke ging die Straße bis 83. Die Eisenbahn ging früher unten durch. Nach dem Hurricane wurde es geschlossen und die Schienen waren unten und man hat oben drauf die Straße gebaut. 32 Inseln aus. Verbunden durch 42 Brücken führt der Highway Number 1 180 Kilometer. Fische. Barracudas auch. Haifischzucher, der hat so einen spanischen Schatz gefunden. 40 Millionen Dollar. Das sind die alten Gebäude, das sind die alten Backsteingebäude, die sind so 100 Jahre alt. Und zwar waren das für Tabaklagerhallen. Man hat hier Tabak importiert von Kuba. Und hier rechts das neue angebaut jetzt, das ist ein Teil von Mel Fisher, dem Schatzsucher. Der war früher ein Hühnerfarmer. Und ich spiele da er lässt für uns das Concord. Ja. Thank you. Thank you.
Thank you.
Viehzucht hat es auch ein wenig hier unten. Und es ist sehr gewachsen, sehr populär geworden letztens. Die sind fast ausgewachsen im Hintergrund, die hohen. Die werden bis 15 Meter hoch, die höchsten. Ich habe hier eine Karte, ihr könnt ja auch mal durchgehen. Hier drin ist nur der Nationalpark aufgezeigt. Acres, das sind 6000 Quadratkilometer. Er kommt immer von vorne an der Schnauze. Das ist deshalb, die Augen sehen nicht wie unsere Augen gekreuzt. Also das ist gerade aus die Vision. Wenn er genau in der Mitte kommt, kann ich nicht genau sehen. Und was der euch jetzt zeigen wird, zuerst wird man das im Mund öffnen. 40 Zähne unten und 40 Zähne oben. Wenn die Zähne ausbeißen, ersetzen wir die Zähne, also nicht wie uns. Es sind nur zwei Zähne. Die können die ersetzen mehrere Male in einer Ritze. Krokodile haben keine Zunge und haben auch die Klappe nicht. Die können nicht fressen unter Wasser. Die würden ertrinken. Als Sportart haben die geschaut, wer schneller einen Alligator auf den Rücken legen kann. Und was passiert, wenn ihr den auf den Rücken legt? Das Blut strömt ins Hirn und das Hirn ist sehr klein und das schläft ein. Das ist ein bewusstlosigkeitsähnlicher Zustand. Und ihr könnt den mehrere Stunden so liegen bleiben. Es braucht wenig, manchmal auch nur eine Schütterung gewinnt und dann drehen sie sich wieder um. Und suchen dann immer das Wasser. Seht ihr, der will kaum in der Mann kommen. Thank you.
Lightbulbs of Marco Island, das sind diese Sumpfland, das man verkauft hat vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, sehr populär. Hatte man überall diese Inserate, Land in Florida, Land am Meer. Da hat man das gekauft und dann kommt man, das waren vielleicht so Mangrovensumpf, ja auch schon ausgesteckt, das ist für Telefon schon verlegt, alles vor 6 Monaten. Aber angefangen 20, das ist alles Elementbau. Sales Center, for sale. Also das Land hier war sehr, sehr populär. Finanzdienst. West German Mark 1,166 Friday, Monday. 1,66.
Das wird bis 2,5 Meter hoch, wenn das ausgewachsen ist. Und dann im Winter, ihr seht unten drin, das was trocken ist, das Feld wird angesteckt. Thank you.